Jetzt bei mir der Ernst-Peter Huber, langjähriger Chef vom kantonalen Sportamt in Frauenfeld. Ernst-Peter, was bedeutet für dich Thurgauer Sportlerwahl? Ja, der Thurgauer Sport hat dank der Sportlerwahl natürlich sehr eine breite Plattform bekommen. Und das haben wir dort mal können schaffen mit der damaligen Zeitung in Arbon oben, wo noch der Vater Hug gelebt hat. Und er hat dann auch die Finanzen parat gemacht. Als Sportamtschef hätte ich kein Geld für so einen Anlass. Er hat geholfen, die Finanzen beschaffen und im Landenwerksaal haben wir gestartet. Und seitdem habe ich eigentlich Freude, wie sich der Anlass entwickelt hat, weil er präsentiert den Thurgauer Sport mit all seinen Facetten. Wir sehen heute Athleten und wir dürfen stolz sagen, im Thurgau hat es nicht nur gute Landwirtschaftsprodukte, hat auch immer gute Sportler gehabt, erinnern an den Werner Günther und so weiter. Und jetzt wieder mit den OL-Läufern. Der Thurgau ist ein Sportkanton, und durch die Sportlerehrung wird das dem Volk ein bisschen bewusster, weil immer noch ein Wettbewerb dabei ist, wo alle können abstimmen, wer sie wählen wollen. Ich finde das eine gute Lösung und ich hoffe, dass ich überlebe weiterhin. Danke vielmals, schönen Abend wünsche ich dir. Danke. Hier bei uns bei Sportfan, der Christian Lohr, regelmäßiger Gast, neuerdings auch als Nationalrat. Was gefällt dir an dem Anlass? Ich finde es gut, dass man die leistungskräftigen Leute, die mit Top-Resultaten im vergangenen Jahr aufgewartet haben, dass man die auszeichnet. Das ist eine Wertschätzung und der Anlass bietet die Möglichkeit, da in einem würdigen Rahmen auch kundzutun. Es sind sehr viele Leute aus Sport und Politik da. Das ist Würdigung vom Thurgauer Sport. In welche Richtung geht das? Also eine Würdigung ist natürlich, dass auch Entscheidungsträger heute da sind und sehen, was da geleistet wird. Dann ist es aber auch eine Würdigung eigentlich durch die Thurgauer Bevölkerung, die bei dieser Wahl ja mitmachen kann. Da finde ich etwas sehr gut. Die Medien tun im Vorfeld sehr viel Bericht erstatten und auch der Anlass selber kommt natürlich im Fernsehen und nachher in der Zeitung. Und das ist sicher eine echte Auszeichnung. Danke vielmals für die Meinung und noch viel Spass heute Abend.